Moinsen Leute, willkommen zur 149. Folge von Hobby Goldwaschen. Und heute machen wir mal dieses Paket hier. Ja, ihr seht, ich habe es schon mal aufgemacht, weil ich neugierig war, was denn da gekommen ist. Ich habe aber noch nicht wirklich reingeguckt. Ich weiß, dass es von Uwe ist, vom YouTube-Kanal Goldwaschen in Deutschland. Und er hat mir hier noch einen Brief dabei geschrieben und den lese ich mal kurz vor. Lieber Gunnar, heute bekommst du mal einen Pilot von mir. Mit einem Lachsmiley. Ich wünsche dir viel Spaß beim Auswaschen. Beste Grüße, Uwe. Ja, also, was soll ich sagen? Danke, Uwe, für die Zusendung. Natürlich freut mich das. Jetzt gucken wir mal, was da so drin ist. Ein bisschen Verpackungsmaterial. Was ist das hier? Oh, Golden Hamster Paydirt. Schau an. Und dann ist hier noch was drin. Was ist denn das? Eine Goldwaschanleitung. Okay, gut. Also, das ist eine Anleitung zum Goldwaschen. Ich werde davon mal ein Bild machen. So sieht das Ganze aus. Wenn ihr lustig seid, könnt ihr das Video pausieren und euch das kurz durchlesen. Ja, dann wird hier wohl ein Golden Hamster P-Dirt drin sein. Das ist interessant. Ich habe von Golden Hamster bisher noch kein P-Dirt gekauft. Hatte ich vor. Aber so wie es ausschaut, brauche ich das jetzt zumindest nicht mehr kaufen. Denn ich habe schon eins. Golden Hamster P-Dirt. Echtes Rheingold vom Flusskilometer 347 bis 399. Alles von einer Fundstelle im Bereich von 100 Metern. Die Mischung ist leicht. Die Mindestgoldmenge ist 1 Gramm. Und dann gibt es hier noch eine Nummer. 3110-22. Also, ja, bitte die Waschanleitung beachten. Gut, die haben wir ja gerade hier gehabt, die Waschanleitung. Da habt ihr das Bild schon gesehen. Gut, dann werde ich das mal ganz kurz durchkategorisieren. Ich denke mal, der Uwe wird das schon gemacht haben. Aber ich mache es jetzt. Jo, keine 5 Minuten im Video, da war auch schon wieder Schluss. Die Speicherkarte war voll. Ich hätte mal die alten Videos von Folge 148 und 147 vorher löschen sollen. War nicht mehr genug Speicherplatz und dann hat sie sich abgeschaltet. Na gut, also ich war in der Zwischenzeit auf jeden Fall nicht untätig. Das ist das, was ich an Magnetit rausgezogen habe. Dieses eine Stück aus der Gröbstensiebung, welche hier ist. Ich habe keine besonderen Steine da drinnen gefunden, aber das, was ich sagen kann, ist, dass dieses Substrat, was ich hier sehe, unterscheidet sich doch von den anderen Substraten, die ich sonst bisher vom Rhein gewaschen habe. Also das Rheingestein war eher grau, flach glatt geschliffen. Das hier ist alles eher so helleres Gestein. Also es ist doch was anderes. Ich meine, der Rhein ist ein riesengroßer, sehr, sehr langer Fluss. Der muss ja nicht immer und überall gleich sein, aber es fällt halt ins Auge, dass das schon ein anderes Substrat ist. So, mittlere Siebung, da kam das an Magnetit raus, das was hier liegt. Und das ist sie, die mittlere Siebung. Auch hier habe ich schon mal ein bisschen drin rumgefummelt und keine interessanten Sachen drin entdeckt. Ja, und das kam aus der feinsten Siebung raus, was dann auch gleichzeitig das meiste Substrat ist. Also sehr, sehr wenig Magnetit. Also von daher denke ich auch mal, dass in diesem Sand, der jetzt auch so ein bisschen aussieht wie so ein, naja, Strandsand, Spielsand. Ja, er riecht aber noch leicht nach Fluss, also er ist nicht hardcore durchgewaschen, man kann den Fluss noch riechen. Ja, aber das war halt da drinne. So, und dann werde ich jetzt mal die Waschstation aufbauen und natürlich diese beiden Sachen hier zuerst waschen, auch wenn ich denke, dass hier drinne kein Gold ist. Weil Rheingold ist Feingold, das haben viele vorherige Videos schon gezeigt. Ich denke, unser gesamtes Gold wird hier drinne sein. Was es eigentlich schon so ein bisschen obsolet macht, das hier zu waschen. Aber ihr wisst ja, ich tue es trotzdem. Vielleicht sind noch irgendwelche Anhaftungen dran oder so. Wir schauen jetzt mal rein. Ich baue hier kurz um. Thank you.
Ja, also tatsächlich, hier Eclipse 7. Hier ist ein bisschen feinster Staub und der sieht golden aus. Das bedeutet jetzt natürlich, dass ich ihn aufnehme. Ach, am Morgen. Ja, mittlere Siebung ist auch durch und auch das war nicht ganz umsonst. Hier liegen zwei Pünktchen oder vielleicht sogar drei, die ich jetzt aufnehme. Was denn auch sonst? Liegt noch ein schönes Stückchen Pyrit oder sowas? Das werde ich mal auch mal separat jetzt mal eben rausholen. Ja, werde ich rausholen und wo ist es jetzt? Ist ja witzig. Ich habe es eben nicht gesehen. Da. Gudi, ich hole das jetzt hier raus und dann machen wir die feinste mal. Aber vorher hole ich nochmal schnell Spüli ran, weil es könnte aufschwimmen. Wie das so ist mit Feingold. So, ich mache jetzt erstmal so ein kleines bisschen hier. Mal gucken, wie sich das verhält insgesamt mit Schwarzsand und so. Also ich denke mal, dass es nicht besonders schmutzig sein wird. Das andere war ja auch schon glockensauber, weil ich halt davon ausgehe, dass der Uwe das schon gewaschen hat. Und auch hier, man sieht halt keinerlei Schmutz, weil vermutlich Uwe das schon gewaschen hat. Aber schauen wir mal. Also ich bilde mir ein, dass das hier schon alles Gold ist. Könnt ihr das sehen? Also das hier sieht mir schon sehr stark nach Gold aus. Wie war noch gerade die Beschreibung von dem Ding? Echtes Rheingold vom Fluss, Kilometer 347 bis 399. Alles von einer Fundstelle im Bereich von 100 Metern. Und die Mischung ist leicht. Okay, leicht. Gut, dann gucken wir mal. Na, ich werde vorsichtshalber mal ein bisschen Spüli reinmachen. Man weiß ja nie. Also wie man sehen kann, ich denke, ihr könnt das sehen, hoffe ich doch, trotz des ganzen Spülis schwimmt hier das Gold auf. Also, oh Mann, echt jetzt? Das kann doch nicht angehen. Und da ist schon so viel drin. Also sowas.
Guti, ich mache jetzt hiervon natürlich noch einen Recheck und ich muss mal sagen, also wenn das jetzt die leichte Version ist, dann will ich, glaube ich, die schwere schon fast gar nicht mehr probieren. Ja. Rheingold ist Feingold, Leute. Und das ist hier drinnen. Ah. Ja gut, Leute, also hier sammelt sich schon wieder Feingold an. Ich werde das jetzt hier nochmal zu Ende waschen und natürlich das alles durchwaschen. Und dann alles, was ich durchgewaschen habe, was da unten liegt, nochmal wieder rausholen und nochmal durchwaschen. Und ich glaube, das brauche ich euch nicht alles zeigen, weil ihr kennt ja den Prozess. Es wird gewaschen. Sollte irgendwas zwischendrin noch Besonderes auftauchen, dann werde ich die Kamera wieder anmachen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann jetzt gleich schon mal beim Resümee. Und dann gucken wir mal, wie viel ich da rausgeholt habe. Ja, Leute, willkommen in der Zusammenfassung. Ihr wisst ja, ein Resümee mache ich nur, wenn ich die Sachen selbst gekauft habe. Also das hier war ja ein Geschenk. Ja, links ist der Schwarzsand, den ich noch rausgepult habe aus dem gesamten Substrat und rechts natürlich das Gold. Und hier oben liegt noch dieses eine. Es ist kein Steinchen. Es sieht sehr silbern aus. Ich habe noch nicht versucht, es zu zerdrücken. Vielleicht ist es ein Stück Glimmer, aber es ist relativ interessant. Und das gucken wir uns jetzt mal zuallererst unter dem Mikroskop an. Wir müssen mal kurz drauf schauen, wie das so aussieht. Also so sieht das Ding aus. Sehr interessantes Teil. Also ich glaube, ich will da gar nicht dran rumdrücken. Ich werde mal eben versuchen, das nochmal umzudrehen. Vielleicht gelingt es mir, das nochmal umzudrehen, dass wir das von der anderen Seite nochmal angucken können. Habe ich es umgedreht? Ich weiß nicht. Ich glaube, ja. Also so sieht es von der anderen Seite aus. Schon ein interessantes Teil. Also sieht schon eigentlich silbern aus, aber ich glaube nicht, dass es silbern ist. Ich glaube eher, dass es so ein Stück Glimmer ist. Aber ich tue das in das Gläschen meiner besonderen Funde mit rein. Gut, dann als nächstes den Schwarzsand. So, und da ist garantiert auch noch das ein oder andere kleine Stückchen Gold mit bei. Also insgesamt habe ich das Substrat 8-mal gewaschen. Und in diesem beigefügten Zettel, vielleicht habt ihr euch ihn ja durchgelesen, steht halt auch ehrlicherweise drauf, man sollte das Substrat mindestens 3-mal waschen. Ja, und ich habe das jetzt 8-mal gewaschen und ich bin mir ziemlich sicher, dass immer noch nicht jedes einzelne Goldkrümelchen da raus ist. Ich gestehe, ich hatte nachher dann irgendwann keinen Bock mehr und außerdem muss das Video ja auch fertig werden, wenn man schon mal dabei war. Ja, aber, guck mal hier, das könnte zum Beispiel noch eins sein. Ja, aber ansonsten ist da jetzt nichts sonderlich Spektakuläres zu sehen. Dann würde ich sagen, wir werfen einfach mal hoch. Wir werfen einfach mal einen Blick aufs Gold. Ich stell das mal drunter. So. So sieht das Gold aus. Also es ist halt Rhine-like, wirklich wieder super feinst Gold. Ja, relativ sauber, ein paar winzig kleine Steinchen sind noch mit drin, aber na gut, das soll nicht weiter stören. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, ich packe jetzt das Gold mal in das Goldröhrchen rein. Und werde nebenbei noch ein bisschen Werbung machen für mich selber. Also, das P-Dot, ich blende das mal eben kurz ein und da war ich jetzt ein bisschen im Zwiespalt, ob ich das jetzt machen soll oder nicht, weil ich habe es halt geschenkt bekommen, aber auf der anderen Seite wollte ich es halt auch selber kaufen und es ist ein relativ aktuelles Produkt, also hänge ich noch meine persönliche Meinung zu diesem Produkt hinten ran. Jetzt weiß ich nicht mehr hundertprozentig, ob Uwe irgendwelche hübschen Steinchen oder so noch rausgeholt hat. Das Angebot spricht nichts davon, dass da dergleichen drin ist, sondern es spricht nur von 1 Gramm Rheingold. Und die Beschreibung, wie ihr sehen könnt, ist also auch relativ akkurat. Und es kostet halt 139,99 und 5,49 Euro Versand aktuell. Und das sind halt zusammen 145,48 €. Es ist ein vernünftiger, solider Preis und auch das P-Dot ist an und für sich sehr cool gewesen.
Ob wir jetzt das eine Gramm rausgeholt haben oder nicht, das schauen wir jetzt noch mal eben schnell, bevor ich das Gold in das Röhrchen reinfülle. Hole ich noch mal eben die Waage ran. So, ein kleines Stückchen höher machen die Kamera. So, und dann gucken wir mal, ob wir das eine Gramm erreicht haben. Also laut meiner Waage ganz genau 1 Gramm. Sind da jetzt noch irgendwelche Reste in der Schale drin? Ich glaube nicht. Ja, also 1 Gramm genau. Das habe ich also noch rausholen können. Das ist doch schon mal cool. Aber es ist dann jetzt halt auch so, dass man dann auch mal ein Paydirt mal kaufen könnte. Ich habe ja ein ähnliches. 1 Gramm Alaska Gold ist dann da drinne. Und das kostet 139,95. Das ist der Monatskalender. Der ist mit Filigran gebastelt. Hat 30 Taschen. Also man kann quasi jeden Tag eine Tasche waschen, wenn man möchte. Deswegen heißt das Ding Monatskalender. Ja, ist halt sogar noch ein bisschen günstiger als der Beutel von Golden Hamster. Und das Golden Hamster P-Dirt ist halt, ich mag es ja gar nicht sagen, weil wie gesagt, eigentlich ist mit dem P-Dirt überhaupt nichts falsch, aber ich finde, das halt ist so ein pedanten P-Dirt. Ja, man braucht halt ewig, bis man das Gold da raus hat. Das ist jetzt bei meinem Dirt ein bisschen anders, denn bei mir ist also das kleinste verarbeitete Gold diese Größe, das ist Mesh 50 und das ist im Vergleich, mal sehen, ich versuche mal ein Bild einzublenden, ja, das ist im Vergleich halt zu dem Rheingold unwesentlich größer und das ist wirklich das kleinste Gold, das in meinen Dirts verarbeitet wird. Ja Leute, dann war es das mit diesem Video. Vielen, vielen Dank nochmal Uwe für diese tolle Zusendung. Ja, dann bis zum nächsten Mal Leute. Euch allen noch einen entspannten. Reingehauen.